Da bin ich wieder mit einem neuen Aufgebraucht-Video für Juli. Und zwar habe ich meine Haare heute noch gefärbt, wie man sieht. Es ist noch ziemlich arg nass und noch ein bisschen trocken in den Längen hier von der Färberei. Ich habe nämlich komplett gefärbt. Das werdet ihr im nächsten Vlog sehen. Und wir fangen direkt an mit den Aufgebraucht-Sachen für Juli. Ich habe aufgebraucht, ganz langweilig, Slip-Einlagen von Camellia. Ich habe die Marke noch nie ausprobiert, habe gedacht, naja, vielleicht sind die irgendwie fröhlich bunt verpackt, nichts was. Die waren ganz normal nur verpackt, ohne buntes Zeug dran. Und ja, sie haben nicht ganz so dolle gut geklebt wie die Always oder so. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Dann hatte ich ebenfalls für meine Periode, weil ich auch dachte, es wäre bunt verpackt, diese, wie heißt denn das jetzt, Binden gekauft. Und zwar ist es ultra lange Binden und ich habe da aber nicht drauf aufgepasst, habe einfach irgendwelche gegriffen und war dann doch schockiert, dass die mega lang waren. Geklebt haben die recht gut, allerdings ja, ziemlich viel Plastikverpackung um das bisschen Binde drumherum. Was ich aber sagen muss, der Tragekomfort von diesen Dingern war wirklich, wirklich gut, obwohl die wirklich von vorne bis hinten richtig lang waren. Habe ich davon nichts gemerkt den Tag über und war damit sehr zufrieden. Also definitiv besser wie die Slip-Einlagen. Dann habe ich meine Haare gefärbt heute mit diesem Zeug. Normalerweise nehme ich immer eine andere Farbe, die ist nämlich eigentlich ein bisschen dunkler. Und jetzt habe ich noch mit diesem Desange-Zeug, mit diesem Blauzeug den Gelbstich rausgezogen und bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Der Ansatz ist noch ein bisschen gelbstichig, aber das ziehe ich dann morgen raus. Heute habe ich keine Lust mehr auf große Action, das war schon. Bin immer zufrieden mit den Garnier-Farben, die sind wirklich günstig und funktionieren gut. Nur diesmal muss ich sagen, ich glaube, die haben das an der Formulierung geändert. Es hat gestunken wie die Pest, also richtig heftig gestunken. Und es war in meinem Minibad echt schwer auszuhalten. Also ich musste wieder alles aufreißen, dennoch sehr zufrieden damit. Dann habe ich aufgebraucht. Einmal Pampers Wipes. Ich habe die einfach wieder für den Hintern genommen, gibt es gar nichts groß zu sagen. Ich werde die mir für den Urlaub für unterwegs wieder kaufen, weil ich das mit diesem Clipverschluss hier, komm her du, richtig, richtig gut fand. Die Tücher blieben frisch und feucht. Auch aufgebraucht habe ich wieder hier Meeresbrise von Rossmann mit den kleinen Kindern drauf in der Badewanne. Mag ich immer. Gibt es gar nichts groß zu sagen, wie immer mein WC-Kraft aktiv. Klostein, den liebe ich, den liebe ich. Ich hole mir auch wirklich keinen anderen mehr. Ich bin sehr zufrieden damit. Große Enttäuschung war dieser U-Glas-Reiniger. Ich hatte mir den geholt. Klar, weil natürlich drauf steht, pflanzliche Wirkstoffe ist immer besser für die Umwelt und auch selber, wenn man das Aerosol, also den Sprühnebel einatmet, ist es immer besser. Man hat irgendwas Natürliches, was sich nicht so auf die Atemwege setzt. Der hat auch wirklich nicht gestunken, aber er hat auch wirklich gar nichts gemacht. Also er hat Streifen hinterlassen, er hat, weiß ich, Conditioner-Reste nicht wegbekommen. Das war wirklich eine herbe Enttäuschung. Gut finde ich, es gibt quasi eine Lösung dafür. Den Rest füllt ihr mit Wasser auf, dann könnt ihr quasi die Flasche immer wieder verwenden. Das finde ich gut, aber leider ist das überhaupt das absolut größte Flop-Produkt in diesem Aufgebraucht-Video. Es hat wirklich mich nur aufgeregt und ich bin richtig froh, dass der jetzt leer ist. Ach, auch nicht so ganz cool fand ich für diesen Blickbadreiniger. Ich glaube, das war Netto oder Penny. Ja, der hat gut gerochen, aber auch irgendwie nicht so richtig sauber gemacht. Ich habe jetzt den Meister Popo in Verwendung, der ist wesentlich besser. Das hier würde ich mir auch nicht mehr nachkaufen. Dann, der sieht noch relativ fresh aus, ist aber auch schon wieder alt. Ich wollte ja meine Schwämme ein bisschen öfters tauschen und deswegen kommt der weg. Hat halt seinen Dienst getan. Dann habe ich aufgebraucht eine Zahnbürste und zwar von Dontodent. Die Soft Protection Zahnbürste, die ist wirklich ganz, ganz weich, hat Filamentbürstchen, das heißt, die sind super, super flauschig. Finde ich richtig gut, habe ich bereits nachgekauft. Dann eins meiner Lieblingsshampoos, Plantur 21. Ich liebe, liebe, liebe dieses Shampoo, denn ich finde, wenn ich das benutze, ist mein Haarausfall deutlich weniger. Ich hatte das ja ziemlich stressbedingt letztes Jahr und habe mir daraufhin das geholt und das enttäuscht mich also in dieser Hinsicht nie. Allerdings fetten die Haare relativ schnell danach. Und trotzdem mag ich es sehr, sehr gern. Für den Winter ist das völlig in Ordnung. Dann hatte ich hier, war das das, was geplatzt ist, das Deo? Genau, das ist mir ja leider im letzten Vlog, ist mir das runtergefallen hier. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt, ob es euch interessiert. Ist das Deo geplatzt? Die ganze Bude hat gestunken.
abgrundtief eklig gestunken. Deswegen kann ich da gar nichts zu sagen. Hab's nicht benutzt, hab's nur runtergeworfen. Dann habe ich leer gemacht von Boots Essential diesen Toner. Das ist ja wieder diese Marke oder diese Drogeriekette aus England, wo ich jetzt auch im August hingehe. Finde ich sehr, sehr gut, war sehr angenehm, hat nicht gebrannt, hat nach nichts gerochen, hat ein gutes Hautgefühl hinterlassen, hat nicht gespannt. Dann habe ich große Liebe für mich entdeckt, und zwar Sebamed-Creme. Die hatte ich hier mit Vitamin E in der Brigitte-Box, war es, glaube ich. Und das ist eine Marke, auf die ich nie gekommen wäre. Ja? Also ich bin so medizinische Sachen, ist nicht so meins. Und habe dir einfach mal eine Chance gegeben. Und das ist wirklich, glaube ich, mit Abstand die beste Gesichtscreme, Tagescreme, die ich je benutzt habe. Die hinterlässt ein wunderschönes Hautbild. Sie fühlt sich gut an, sie riecht relativ neutral, auch ein bisschen naturkosmetikmäßig, aber diese Creme hat wirklich alles getan, was ich mache. Sie hat so ein bisschen die Haut geglättet, sie hat die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt, sie ist schnell eingezogen, was morgens wichtig ist. Diese Creme, wenn ich die anderen aufgebraucht habe, ich habe ja von den Boxen echt noch wirklich viel, diese Creme werde ich mir definitiv kaufen. Die kann ich euch empfehlen, die liegt bei 5 Euro, ist so mittelpreisig, aber es lohnt sich, Mädels, es lohnt sich wirklich. Dann habe ich aufgebraucht. Doch noch ein kleines Deo, das war auch noch irgendwie so eine Probe. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Box von 8x4, das Pure. Fand ich sehr, sehr gut, hatte ich im Sport mit, war schön frisch. Ich würde sagen Unisex, Männer können es auch benutzen. Das würde ich mir auf jeden Fall mal kaufen, zum Auffrischen sehr lecker und angenehm. Dann habe ich auf der Suche nach dem perfekten Deo ein sehr, sehr gutes Deo gefunden. Und zwar ist das von Balea, dieses Antitranspirant. 5 in 1, 48 Stunden Schutz, effektiver Schutz vor Körperbruch, gegen weiße Rückstände, gegen gelbe Flecke und sanfte Haut ohne Alkohol. Natürlich ist da dieses, wie heißt denn das Zeug, Aluminium drin, aber das hat wirklich seinen Dienst richtig, richtig gut getan. Ich habe mich damit sehr wohl gefühlt, ich bin kaum ins Schwitzen gekommen, ich habe nicht gerochen, was mir ja immer wichtig ist, und das fand ich sehr, sehr gut, und für den Preis ist das unschlagbar. Dann habe ich, wie man sieht, ausrangiert. Ist noch ein bisschen klebrig, von Wolkenseifen, das Traumstunden-Deo, das war in der Brigitte-Box drin. Hat mich schwer enttäuscht, hat ganz nett kurz nach Melone gerochen und dann hat es gar nichts mehr gemacht. Es hat weder lange gerochen, noch hat es irgendwie den Geruch übertüncht. Deswegen, ich habe es immer für daheim genommen, aber jetzt im Sommer geht es nicht, weil du stinkst danach direkt wieder. Deswegen kommt das weg, würde ich mir nicht kaufen, kann ich nicht empfehlen. Dann habe ich eine kleine Probe aufgebraucht, und zwar von CD diese Morgenfrische, Dusche, war sehr angenehm mit Wasserminze und Gurke, war morgens richtig gut, hat schön erfrischt, würde ich mir sogar kaufen. Dann habe ich hier schon voll alt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Balea gab es das hier mal, die Shining Coco Slow Lotion, Quatsch, Duschgel. Die war so blau mit ein bisschen Schimmer drin, der Schimmer blieb natürlich nicht auf der Haut, aber es hat unheimlich gut nach Kokosnuss gerochen. Das ist also wirklich ein Traum. Zwar nach künstlicher Kokosnuss, aber sehr, sehr gut gerochen. Wenn es das mal wieder irgendwann mal gibt, hole ich mir das definitiv. Dann ganz langweilig eine Packung Dreiklingen Einwegrasierer. Die nehme ich ja immer gerne und bevorzugt. Dann habe ich rausgeschmissen wahre Schätze Garnier mit Rizinusöl und Ahornsirup. Geht gar nicht. Macht die Haare weder sauber noch irgendwie fühlt es sich gut an. Die Haare sind sofort nach wenigen Stunden fettig. Ich schenke das irgendwie weiter oder schmeiße es weg. Ist eine absolute Vollkatastrophe, genau wie dieses Hafermilchzeug. Das war leider für mich auch überhaupt nicht gut geeignet. Dann habe ich hier leer gemacht eine Brilliant Black von Perloden. Das ist Rossmann. Mit Aktivkohle, weil ich im Winter viel Tee getrunken habe, aber jetzt lag die irgendwie auch nur groß rum. Ich habe die dann schon ein paar Mal benutzt, aber ich habe schon gemerkt, die Abrasion ist einfach zu heftig, das tut den Zehen nicht gut, deswegen wird die ausrangiert. Dann habe ich hier aufgebraucht Listerine Cool Mint. Ich mache damit ja immer Fußbäder, jetzt im Sommer ist das natürlich absolut toll, nach einem langen Tag heimzukommen. Kaltes Wasser, Listerine rein, den ganzen Abend. Kalte Füße, kann ich euch empfehlen, ist richtig, richtig gut. Dann habe ich aufgebraucht eine Sukin Moisturizing Night Cream. Das ist auch wieder was, was ich aus England mitgebracht habe. Der Geruch ist nicht meins, gar nicht meins. Es zieht auch nicht schnell ein, aber es hat auch wirklich ein gutes Hautbild gemacht. Die Haut hat sich gut angefühlt, da war wirklich viel drin. Da habe ich jetzt wirklich lange, lange gebraucht. 120 ml waren drin
Und wenn ihr euch mal was Gutes tun wollt, ohne Parabene und Silikone und sowas, schaut euch mal diese Marke an. Das ist richtig, richtig gut. Ebenfalls aufgebraut habe ich von Sukin diesen Cream Cleanser. Fand ich auch richtig gut. Sehr angenehm. Er brennt überhaupt nicht in den Augen. Er hinterlässt ein weiches, schönes Hautgefühl. Kann ich euch empfehlen. Da waren 125 ml drin. Die sind allerdings nicht ganz so billig, diese Marke. Aber dennoch richtig, richtig gut. Ihr kriegt das, glaube ich, sogar... Ich bin mir nicht mal sicher. Ich meine, bei Douglas gab es das mal. Oder ich vertue mich, vielleicht war es Flaconi. Auf jeden Fall ist Sukin eine richtig, richtig gute Marke. Und ich kann die euch wärmstens empfehlen. So, jetzt geht meine Kamera gerade leer. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Bis man da mal wieder einen Akku gefunden hat. Dauert es natürlich gefühlt die Ewigkeiten. Ich habe aufgebraucht auch noch OB Pro Comfort, die Mini. Alles andere brauche ich nicht. Ich habe das nicht so heftig. Teilweise reicht auch eine Slip-Einlage, wenn ich meine Periode habe. Fand ich sehr angenehm. Mir reicht so ein Päckchen wirklich, wirklich lange. 3-4 Monate. Finde ich gut. Kaufe ich mir immer wieder. Es muss nicht immer OB sein, aber ich finde, weiß nicht, mit diesem Silk Touch, ich finde, man merkt schon einen Unterschied beim Einführen. Also ich finde es wesentlich angenehmer als welche ohne. Dann habe ich aufgebraucht meine liebsten Balea Reinigungstücher. Ich habe noch 2 Packen davon. Die finde ich einfach sehr angenehm. Die nehmen auch Mascara relativ gut runter. Sehr angenehm, brenne nicht in den Augen, hinterlässt ein gutes Hautgefühl, kann ich empfehlen für den Preis. Ich glaube, das liegt bei irgendwie 70, 80 Cent. Einfach nur tippitoppi. Dann habe ich aufgebraucht noch eine Blendermeet Complete Zahnpasta, nämlich die, was ist denn das hier, gesundes Weiß. Habe ich geschenkt bekommen vom Vertreter, fand ich sehr, sehr gut. Habe ich bereits wieder eine in Benutzung und ich habe noch eine auf Halde, also die finde ich richtig gut. Die hält natürlich, wie gesagt, solche Sachen hält die Zähne nicht aus, aber entfernt richtig gut Kaffee- und Teebelege. Hat mir gefallen, benutze ich weiterhin. Dann habe ich nach Ewigkeiten leer gemacht eine Alverde Pflegecreme mit Heilwasser. Weil ich da einfach mal eine Zeit lang wie so eine allergische Reaktion an der Haut hatte, an den Händen von den Handschuhen im Geschäft. Und mir haben bestimmt 3 oder 4 Paar verschiedene Handschuhe für mich bestellt, es ging nicht weg. Zudem hat er dann natürlich das tägliche Desinfizieren sein Übriges getan und das war wirklich die einzige Geschichte, bleibst du da, die geholfen hat. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Auf dem Gesicht habe ich es auch aufgetragen oder auf Wunden, ist eine richtig gute Creme. Kann ich euch empfehlen, für den Preis super. Dann habe ich noch aufgebaut. Habe ich aus der Brigitte-Box gehabt. Von O'Olution. Das ist irgendwie eine französische Firma. So eine Augencreme. Ach Gott, gegen dunkle Augenringe und was weiß ich. Natürlich glaube ich, dass so eine Augencreme nicht unbedingt was tut. Im Zweck. Bla. Gegen Augenringe, die hat relativ gut feucht gegeben, aber als ich mal nachgegoogelt habe, dieses kleine Mini-Teilchen hier, kostet tatsächlich 35 Euro. Und da habe ich mir gedacht, okay, nö, kaufe ich mir nicht, ist mir zu teuer, schade. Dann habe ich auch, ich glaube aus einer Glossy Box, ich weiß nicht, ob das Mud Masky, keine Ahnung, woher das kommt, Facial Detox Purifying Recovery Mask. Und zwar ist es eine Peeling-Maske, die trägt man auf. Die ist natürlich ziemlich dunkel. Ups, sah was hier raus. So sieht das Ganze aus, falls es fokussiert. Und da muss ich sagen, richtig gute Sache. Richtig gut. Hat am Anfang etwas gebrannt, aber ließ dann relativ schnell nach. Und ich muss sagen, die Haut nach dem Zeug, ja, also wirklich da. Da ist mein Alverde Peeling ein absoluter Dreck dagegen. Richtig, richtig gut. Ich muss mal nachgucken, wie viel der Spaß kostet. Wenn es nicht auch unbedingt so teuer ist, würde ich es mir sogar gönnen. Aber ich kann euch das empfehlen. Vielleicht sagt euch die Marke was. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Was ist denn das hier? Litauen, glaube ich. Gut. Ich google mal. Ich fand es gut. Habe ich eine Probe von diesem Neutrogena Hydroboost gehabt. Fand ich an sich auch nicht schlecht. War nur leider 1,5 ml drin, hat für einmal gereicht. Vielleicht kaufe ich mir das mal. Mal schauen. Dann habe ich noch Maske gemacht. Und zwar diese relativ neuen Garnier-Masken hier. Und zwar die mit Honig. Die soll regenerierend und reparierend sein. Und die war sehr, sehr angenehm. Ja, was kann man dazu sagen? Hat nach Honig gerochen, hat wirklich schönes Hautbild hinterlassen. Ich mag diese Garnier-Masken gerne. Die kaufe ich mir definitiv wieder.
Dann kommen wir jetzt noch zu ein bisschen Make-up. Ich habe aufgebraucht, ich habe es nicht geputzt von Catrice, dieses Nude Illusion Make-up. Ich habe das neulich mal irgendwie wieder in den tiefsten verborgenen Schränken gefunden und habe gedacht, komm, nimm das mal wieder. Es ist eine wirklich dicke, stark deckende Formulierung und ich mag es gerne. Für tagsüber ist es nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist relativ rosastichig. Da war wirklich nicht mehr viel drin. Es hat noch, glaube ich, für 4-5 Mal Schminken gereicht. Jetzt ist es leer. Ich hole es mir vielleicht wieder. Mal schauen. Dann habe ich aufgebraucht von Art Deco diesen Concealer. Den fand ich ganz miserabel, bin ich ganz ehrlich. Und zwar deckt er überhaupt nicht. Der deckt überhaupt nichts ab. Also im Prinzip ist es, als ob er gar nichts tun würde. Für Leute, die wirklich keinerlei Augenringe haben, ist das wahrscheinlich genau ausreichend. Aber für mich war das eine absolute Nullnummer. Ich habe es zwar zum Auffrischen immer wieder genommen, aber eigentlich hätte ich da auch einfach nur, weiß ich nicht, Vaseline unter die Augen schmieren können. Hätte den gleichen Effekt. War schwer enttäuscht. Das Teil liegt, glaube ich, bei 14, 15 Euro. Kaufe ich mir nicht mehr. Auch rausgeschmissen oder aussortieren, verschenken werde ich jetzt hier von Trended Up diese Ultra Matte Lip Cream. Das war, ist an sich eine schöne Farbe. Das ist die 010. Ich kann euch das mal swatchen. Es ist eine wirklich schöne Farbe. Mir gefällt das. Das ist total meins und sieht mit blonden Haaren auch wirklich, wirklich gut aus. Aber auf meinen Lippen einfach nicht. Egal, ob ich einen Lip Liner nehme oder nicht, es sieht irgendwie immer doof aus. Es rutscht in diese Fältchen rein, die ich habe und lässt mich echt bescheuert aussehen. Also es sieht bei mir aus wie so ein Kinder-Make-up, wie so ein Kinder-Lipgloss und es geht gar nicht. Deswegen kommt der jetzt auch weg. Dann habe ich zwei herbe Enttäuschungen. Die erste herbe Enttäuschung ist diese Mascara von Catrice. Das ist die Bethlehem Falls Lashes Mascara. Die ist ein riesiges Bürstchen, wie man sieht. Die hatte ich mir erst gekauft. Da ist wirklich nichts drin. Das ist wieder furztrocken. Also gut, jetzt habe ich natürlich kräftig gedrückt, aber hat ungefähr überhaupt nichts gemacht, war ich schwer enttäuscht. Vielleicht ist das Ding auch einfach nur eingetrocknet gewesen und ich habe natürlich mal wieder so einen Blindgänger erwischt, wie ich wahrscheinlich so oft schon hatte. Hatte ich ja mit, oh Gott, wie hieß denn diese Marke? Ich habe hier auch noch was. Von Wet n Wild hatte ich das ja, dass da ungefähr jede Mascara so war und deswegen, nein danke. Genauso nein danke von Rival de Loop ist diese Mascara, da ist genau das gleiche. Trocken. Genau das gleiche. Schönes Bürstchen gehabt, aber hat nichts getan. Keine Farbabgabe. Und leer gemacht habe ich, ich glaube, das ist der erste Lidschatten, den ich leer gemacht habe. Natürlich ist er am Ende zerbröselt. Und zwar habe ich von Wet n Wild diesen ganz bekannten Creme Brûlée. Den habe ich jetzt ungefähr, ungelogen, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, jeden verfluchten Tag, wenn ich geschminkt war, genommen habe. Also von Montag bis Samstag habe ich den als Base genommen und der hat mich richtig, richtig glücklich gemacht. Da sind 1,7 Gramm drin und der hat lange gehalten. Der ist gar nicht schimmernd, das ist matt, aber es hält nur wirklich eine Nuance hier oben das Lid auf. Und als Base war das absolut toll. Leider sieht man hier von überhaupt nichts mehr. Aber ich kann euch den empfehlen. Das Wet n Wild kostet der wirklich nicht die Welt. Und das ist wirklich ein richtig guter Lidschatten. Ich habe phänomenal viele Lidschatten. Aber wenn ich irgendwann mal wieder bei Wet n Wild vorbeikomme, kommt der hier mit. Der hat mich sehr glücklich gemacht. So, das war mein Aufgebrauch wieder für den Juli. Wie ihr seht, es war wieder ein Haufen Krimskrams, vieler Dreck dabei, was ich nie wieder haben möchte. Aber ich mag Aufgebraucht-Videos. Ich gucke mir das auch wirklich, wirklich gern von anderen an, weil ich es toll finde zu sehen, was es für Produkte gibt und wie das für den Einzelnen funktioniert. Also gerade so Haushaltsvideos gucke ich echt gerne an, um einfach wirklich das Nonplusultra zu finden, weil gerade wie mit meinem Klostein, das funktioniert für mich, ich fühle mich mit dem Teil gut und deswegen schaue ich immer fleißig Aufgebraucht-Videos. Das ist, glaube ich, das meist auf, geschaute von mir auf YouTube. Jetzt war ich vorhin noch beim DM, eigentlich hätte ich nicht sollen, aber wie es halt ist, mich haben die neuen Shampoos gelockt. Und den werde ich jetzt vielleicht noch abdrehen oder morgen und euch dann die Tage hochladen. Jetzt werde ich jetzt noch ein bisschen Haushalt machen, danach kommt mein Freund, dann war es das im Großen und Ganzen wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich vlogge nachher noch ein bisschen, macht's gut, bis bald.